Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Die Tribute von Minecraft 2. Ja, in der ersten Folge sind wir zum Glück nicht gestorben, glücklicherweise. Aber wir sind getrennt voneinander, aber ich hoffe, dass wir uns jetzt in der Folge finden werden. Und dann gehen wir auf den Server in, warte, machen wir 3, 2, 1 Countdown und so. Dann kann ich auch meine Tasten drücken wegen Countdown und so, ne? Also wenn es jetzt noch 10 Sekunden wartest, dann haben wir eine Minute Aufnahme schon und dann kann ich dir genau 15 Minuten abschätzen. Okay, Achtung, 3, 2, 1 drauf. Wow, perfektes Timing, leck mich am Arsch. Wieso? Weiß genau, eine Minute war. No. So, wer ist denn eigentlich alles da? Genug, also ein So. paar. So, ich kann mir jetzt auch ein Eisenschwert machen. Wahrscheinlich bin ich gleich tot. Ist mir auch egal. So. Ja, ich mache auch eine Eisenspitzhacke gleich. Da haben wir schon mal eine. Ja, ich bin so dumm, aber ich. Ja, okay, ist egal. Du hast schon eine gemacht. Nein, was nein? Achso. Es geht um was anderes, aber das ist egal. Das ist Du hast nur die Dummheit Aufnahme nicht gewesen. angemacht. Nein, 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 alles bestens. Aufnahme ist alles Paletti. Oh, ist weh, Du hast nicht auf den es ist Timer Tag. geguckt. Muss ich nicht, weil ich ihn auf der Tastatur angemacht habe. Ja, sag ich ja. Du Creeper, hast nicht Creeper, drauf Creeper, gedrückt. überall Creeper, ohne Witz, Alter. Ja, gut, also noch mehr offen drüber stehen kann ich nicht. Also beeil dich. Halt schon, ich komme jetzt hier. Ich weiß halt nicht. Schau mal nach oben und such meinen Namen, okay? Den vorher noch nicht mal gesehen. Also wir kommen jetzt hier zu meinem Single Player LP hier so. Wir sind, du bist das Pro. Nein, es wird Nacht, verdammte Scheiße. Komm, mach Koordinaten auf. Wir machen die dann nur weg. Das ist mir jetzt zu riskant hier. Alter, hör doch zu. Ist die in die Richtung gelaufen? In die Richtung, okay. Hey, lol, wo bist du hin? Wahrscheinlich falsche Richtung. Ich Bist laufe jetzt. viel zu weit. Ich bin jetzt bei. Hä? Ich lauf jetzt richtig. Und mich für nichts scheiße. Okay. Solange wir die Solange wir erste die Runde, erste solange wir Runde die erste Runde, solange wir die überleben. erste Runde überleben. Wow, da. Yes. Nein, ich bin tot, da ist ein Team. Da war ein Team. Ohne Witz, ey. Geil. Die hatten volle Eisenrüstung. Sehr nice. Was war das denn jetzt? Aber ich, ohne Witz, ich hab keinen Plan, wo du warst, weil wir standen direkt nebeneinander. Auf einmal bist du 120 Koordinaten weg von mir, also so Meter oder so. Ich denke mir so, was ist denn das jetzt hinter mir? Ist das ein Skelett oder was ist da so? Oh ja, das Volle hat's. Eisenrüstung. Der hatte eine Lol. volle Eisenrüstung. Ohne Witz. Wie geht denn das? Okay, ich spiele wirklich die Chris-Taktik. Oh, das Baue ist mich jetzt natürlich ein. super. Ey, vor allem, weil die waren ja alle echt extrem weit weg von uns eigentlich, ne? Ja, es gibt ja welche, die nach rechts gelaufen sind. Wir sind ja dann auch irgendwann. Ja, doch. Wir sind Nee, ja eigentlich links. komplett nach links gelaufen. Ja, dann hatten die halt. Na, was soll ich sagen? Lack, dass sie mich gefunden haben, zufällig. Ja, das war natürlich jetzt mal mega scheiße, ne? Aber was willst du machen? Ich hätte. Was soll ich machen? Ja, volle Eisenrüstung. Unser PvP-Experte, der die ganze Zeit Bed Wars spielt und alles Mögliche, rennt in irgendwelche Leute rein. Ich hab die Voll nicht geil. gesehen. Ich renne da rein, drehe mich kurz um und auf einmal kriege ich zwei Hits von hinten wie tot. Aber wie hast du zwei Hits gekriegt? Warst du schon irgendwie Leben down? Also, na, ich stand da, habe mich kurz umgedreht, sehe einen hinter mir, habe noch versucht, irgendwie wegzukommen und krieg halt einen Schlag, krieg noch einen, bin tot. Aber mit zwei Schlägen bist du eigentlich nicht tot. Aber ich Keine habe einen Schlüssel Rüstung, gefunden. ein Eisenschwert. Gut, dann hat er mir halt drei noch, hat er mir noch einen gegeben. Was soll ich machen? Nein! Na, super geil.
Wieso? Ja, kann ich jetzt hier auch mal rausgehen, ne? Ja, ich muss ja Hauptmenü, ja. Na super, also dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Das, Herzlichen Dank. wieso? Erinnere mich daran, dass ich aufnehmen muss. Ach so, ja, ach so, so meintest du das. Aber ey, die kam aus dem Nichts, ohne Scheiß. Die kam aus dem Nichts. Ja, die haben Teleportstrang gehabt. Ja, ich habe jetzt auch nicht unbedingt darauf geachtet. Ich habe eher das darauf geachtet, dass ich dich finde und auf die Koordinaten halt, ne? Und dann bist du, hast du so Tunnelblick, dass du erstmal. Ja, weißt du schon, ne? Oh. Ich hab eine fucking Schlucht, hallo? Ich kann nur gewinnen. Ja, wir hätten, das war halt der Fehler am Anfang, dass wir uns irgendwie so aufgeteilt haben. Du wirst ja nicht warten können. Wieso habe ich nicht warten können? Ich dachte, du warst hinter mir halt so. Also, oder zumindest so Ich in hab gesagt, ich Sichtweite. mach die Hühnchen. Ich hab gesagt, ich mach die Ja, die Bäume. Hühnchen. Wart. Ja, die Hühnchen waren ja direkt links von mir. Und ich war direkt rechts von dir. Nein, die waren rechts, die Hühnchen. Oder, ja, das stimmt, die waren rechts. Und ich bin zu denen nach oben gelaufen dann. Ja, und dann warst du weg. Ja, und ich habe aber auch an der Waldgrenze, da dachte ich, wo du hast ja gemeint, du bist an diesem mit den dicken Stämmen, hast du ja gesagt. Ja, habe ich, ja, bin ich Und da auch. bist du auch runter. Ja, bin ich auch. Ja, und dann, da war ich ja und schau auf die Koordinaten, habe ich auf Ding minus 400 irgendwas. Und das kann ja da nicht in der Nähe sein. Ist es aber. Du wirst in der Aufnahme sehen. Wahrscheinlich bist du irgendwo am Arsch der Welt gewesen. Ich bin in Richtung halt. Plus, in Richtung Plus gelaufen, war ja auch richtig, weil du hattest ja minus 396 oder so in die Richtung. Nicht schießen. Naja, das war's dann auf jeden Fall bei mir. Au, Arschloch. Au. So positiv die erste Folge war, so blöd. Digga. Was? So blöd war die zweite. Das ist natürlich jetzt, aber ich hätte ja nicht mal ansatzweise irgendwas gegen den machen können, wenn der da mit einer vollen Eisenrüstung um die Ecke kommt. Schaffst du nicht. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Warte mal, wer hat dich Zumindest nochmal? Ach nee, die sind immer noch tot. Domi. Scheiße. Ja. Domi hat mich umgebracht, glaube ich. Wenn ich das noch richtig gesehen habe. Den Namen habe ich noch gesehen. Er hat auch Rest in Peace geschrieben oder so oder so. Ja. Dann war es das auf jeden Fall bei mir. Schaut auf jeden Fall bei Konzi dann weiter. Also bei mir werden sehr dunkle Folgen, kann ich jetzt schon mal sagen. Hast du keine Fackeln? Doch, ich hab Fackeln, aber ich blende die nicht. Das Müsste ich dir jedes Mal wieder wegmachen. musst du mir zwar eigentlich erklären, warum, aber ist egal. Naja, wenn Viel. irgendeiner sich runterbuddelt, die Fackeln sieht. Also ja, du nimmst die immer mit, also so Wanderfackeln oder was. Ja. Ja, ist okay. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen an die Leute bei mir, die, falls jemand zugeschaut hat, für, also Ja, bei, die Daddix wird erste auf jeden Fall Folge. zugeguckt haben. Ja, das auf jeden Fall. Und dann, ja. Unterhältst du mich nicht mal mehr? Ja, doch, Oh. doch, ich mach bloß dann meine Aufnahme hier aus, ne? Achso, Weil ich okay. kann jetzt, ich soll die ganze Zeit meinen Aber Bildschirm hier schön auf laufen lassen. 15 Minuten strecken noch, ne? Ja, ne, sicher. Aber ich bin jetzt bei 8 Minuten halt so, ne? Ja, du kannst ja Naja. Aufnahme weiterlaufen. Das ist ein Menü. Nein, das ist Schwachsinn. Dann mache ich lieber ein Dingsbild rein, so, weißt du schon. Testbild. Testbild? Nein, halt ein Bild mit an Ja, ich weiß, was Ding, du meinst. Anti-Spoiler, Dingsbums. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ja, tut mir auch furchtbar leid, dass ich jetzt direkt in der, also zweiten Folge gestorben bin. Ist ja total dämlich, aber. Ja, gut, die anderen, die vorhin gestorben sind, war ja noch Das dämlicher. ja, das war, ja, ist noch Hoppala. dämlicher gewesen. Auch wenn die Hintergründe nicht bekannt Zombie! sind, aber ist egal. Naja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. So, da das Ganze jetzt doch etwas ohne Erklärung beendet wurde von mir, weil man natürlich auch dann ein bisschen, ja, genervt ist und halt angepisst ist, sage ich mal, habe ich das natürlich relativ schnell beendet und ich wollte dazu jetzt einfach nur noch mal kurz was sagen. Halt, oder das Ganze ein bisschen erklären, weil ich es dann doch recht schnell halt beendet habe oder halt nicht ganz genau aufgeklärt habe. Es fängt eigentlich damit an, dass wir uns nicht hätten trennen dürfen voneinander. Und dann leid, das war es halt das Problem, dass es Nacht geworden ist. Ich wollte mich dann einfach einbuddeln, weil bevor ich dann an Monstern sterbe, also ich wollte einfach nicht an Monstern sterben in dem Moment dann, weil die Angst halt doch relativ groß ist, zu sterben. Auch wenn es jetzt nicht durch irgendwelche Gegner war oder sein würde. Ja, dann haben wir uns getrennt. Und ich wollte mich halt dann quasi in der zweiten Folge, war das Ziel quasi, dass wir uns zusammenfinden und dann ja in der Höhle gehen halt und halt farmen. Das Ganze ging dann nicht, weil
Also, das ist quasi der Hauptgrund, warum ich, sage ich mal, gestorben bin. Ich sage, es war eigene Dummheit, dass ich gestorben bin. Ich habe nur auf die X-Koordinate geachtet und nicht mehr auf die Z-Koordinate. Und das war einfach das Problem. Ich bin dann praktisch einfach nur der X-Koordinate nachgelaufen die ganze Zeit. Und habe nicht auf die Z-Koordinate geachtet. Und am Anfang, wie ich losgelaufen bin, war ja die Z-Koordinate quasi schon die richtige, die sage ich jetzt aber nicht, damit ich das nicht nochmal rauspiepen muss, was ich davor schon alles machen musste. Und ich bin quasi nur der X-Koordinate gefolgt. Und das war der Fehler, dass ich dann eigentlich komplett falsch war. Und ich hatte halt dann in dieser Situation einfach diesen Tunnelblick, dass ich einfach nur, ja, die Koordinate, die Conzi gesagt hatte, das Problem, was auch nochmal dazu kam, war, dass Conzi danach erst die Z-Koordinate relativ leise und danach nur gesagt hat und ich konnte, hab die dann nicht so richtig aufnehmen können und hab das quasi verdrängt, weil ich schon total im Tunnelblick war. X-Koordinate folgen, dass ich so schnell wie möglich zu Konsi komme. Und das war halt nun mal der Fehler. Und das zweite, was dann noch dazu kam, dann leider Gottes, war halt, dass ich dann zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Also falsche Zeit, falscher Ort. Weil, ja, dass die zwei dann halt genau da waren, wo ich war. Und dann war natürlich, ich war dann auch in der Situation so perplex, das hat man dann auch gesehen, dass meine Reaktion, ich hatte praktisch gar keine Reaktion. Also irgendwie eine Sekunde stand ich einfach nur da und denke mir so, hä, was ist jetzt los? Weil ich dachte irgendwie so ein bisschen, ist es jetzt Konzi oder was ist jetzt los, glaube ich. Also ist war so meine Einschätzung nach. Und dann war ich einfach perplex, bin stehen geblieben und ja, habe halt dann erst danach gesehen, dass es ein Gegner praktisch war. Und da war es halt dann auch schon zu spät. Aber ich hätte auch, glaube ich, wenn ich das sofort gecheckt hätte, hätte es mir nichts gebracht, weil der hätte mich sowieso noch erwischt. Der hat mich ja mit zwei Hits dann down gemacht. Und ja, also, das wollte ich nur aufgeklärt haben. Erster Punkt, erster Punkt, ja, ist der erste Punkt. Eigene Dummheit, einfach nur Tunnelblick, falsche Koordinate, also nur auf eine Koordinate geachtet. Und daraufhin dann daraus schließt dann der zweite Punkt, falscher Ort, falsche Zeit. Oder Quatsch, andersrum, also falsche Zeit zu falschen Zeitpunkt am falschen Ort, dass die zwei da halt genau da waren und dann kamen halt diese zwei wesentliche Punkte quasi zusammen, dass ich gestorben bin. Es tut mir sehr, sehr leid und ich hoffe, dass Konzi noch länger überlebt und allein ist natürlich sehr, sehr schwer zu gewinnen, aber zum Beispiel bei Varo hat ja auch einer dann gewonnen, der allein war. Und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und vielen Dank fürs Zuschauen, also auch oder Zuhören für die Erklärung jetzt nochmal im Nachhinein oder diese kleine Analyse oder wie man es auch immer nennen will. Auf jeden Fall, Konzi, dir viel Glück und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Different sky.
say.